Möchtest du wissen, wie du eine Zeitrafferaufnahme wie diese hier erstellen kannst? Oder vielleicht diese hier? Dann bist du bei diesem Video hier genau richtig, denn ich werde dir heute Schritt für Schritt zeigen, wie du eine Zeitrafferaufnahme vom Sternenhimmel oder sogar von der Milchstraße aufnehmen kannst und was du dafür benötigst. Mein Name ist Patrick und du schaust Deep Cosmos. Als erstes müssen wir natürlich klären, welches Equipment man benötigt, um eine Zeitrafferaufnahme zu erstellen. Und wer hätte es gedacht? Man benötigt natürlich eine Kamera. Rein theoretisch eignet sich fast jede Kamera, um Zeitrafferaufnahmen zu erstellen. Selbst Smartphones sind heutzutage dazu in der Lage. Wenn ihr allerdings das Maximum aus eurer Zeitrafferaufnahme herausholen wollt, dann gibt es einige Dinge zu beachten. Die Wahl der Kamera entscheidet darüber, ob eure Zeitrafferaufnahme qualitativ hochwertig aussieht oder nicht. Vor allem der Sensor spielt dabei eine große Rolle. Denn wenn ihr Zeitrafferaufnahmen in der Dunkelheit erstellt, müssen die Kameras offensichtlich mit sehr wenig Licht auskommen. Möglichst große und rauscharme Sensoren haben hier einen Vorteil, da sie durch ihre Größe mehr Photonen, also Licht, einsammeln können und ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis haben. Meine Canon 800 und 600D haben beispielsweise einen relativ großen APS-C-Format-Sensor. Am besten wäre natürlich ein großer Vollformatsensor, doch mit der Größe des Sensors steigt natürlich auch der Preis. Was für eine Zeitrafferaufnahme auch noch unerlässlich ist, ist, dass die Kamera einen manuellen Modus hat, in dem ihr selbst die Kontrolle über die Steuerung der Kamera übernehmen könnt. Außerdem sollte sie, sofern sie kein internes Intervallometer hat, zumindest einen Anschluss für ein Intervallometer haben. Ein Intervallometer ist eine kleine Fernbedienung, mit der ihr eure Zeitrafferaufnahme einstellen könnt. Dazu aber später mehr. Das nächste, was ihr benötigt, ist ein Objektiv. Dieses sollte so lichtstark wie möglich sein. Mindestens F4, besser F2.8 oder sogar noch schneller. Die Blende eures Objektivs bestimmt, wie viel Licht den Sensor eurer Kamera erreicht. Um dies zu verdeutlichen, habe ich hier mal ein kleines Beispiel vorbereitet. Dieses Foto wurde mit einer Blende von F4 aufgenommen. Das nächste Foto mit einer Blende von F2.8. Und dieses hier mit einer Blende von F1.8. Alle anderen Einstellungen, wie der ISO-Wert und die Belichtungszeit, waren bei allen drei Bildern exakt gleich. Nur die Blende hat sich geändert. Und wie ihr sehen könnt, macht eine offenere Blende bei dunklen Verhältnissen einen enormen Unterschied. Ich benutze für meine Zeitrafferaufnahmen entweder ein Objektiv von Valimax mit 14 mm Brennweite und einer Blende von f2.8 oder das Tonica ATXi mit einer Brennweite von 11 bis 16 mm und ebenfalls einer Blende von f2.8. Nun fragt ihr euch sicherlich, weshalb ich nicht das 50 mm Objektiv mit einer noch offeneren Blende von f1.8 benutze. Damit könnte ich doch noch mehr Licht in derselben Zeit einfangen. Das stimmt tatsächlich. Allerdings hat dieses Objektiv eine Brennweite von 50 mm, was bedeutet, dass ich hier nur wenige Sekunden belichten kann, bevor die Sterne zu Strichen werden, was an der Rotation der Erde liegt. Damit kommen wir auch zum nächsten wichtigen Punkt. Euer Objektiv sollte so weitwinklig wie möglich sein. Das bedeutet eine niedrige Brennweite, am besten unter 20 mm. Denn je größer die Brennweite eures Objektivs ist, desto kürzer könnt ihr jede einzelne Aufnahme belichten, bevor die Sterne auf eurem Bild zu Strichen werden. Mit meinem 14 mm Objektiv kann ich beispielsweise 15 Sekunden pro Aufnahme belichten, während ich mit meinem 50 mm Objektiv nicht einmal 4 Sekunden belichten kann, bevor die Sterne nicht mehr schön aussehen. Und falls ihr nur ein Kit-Objektiv besitzt, müsst ihr nicht traurig sein. Meine allererste Zeitrafferaufnahme habe ich ebenfalls mit einem Kit-Objektiv bei einer Blende von F4 und 18 mm Brennweite gemacht. Und das Ergebnis war gar nicht mal so schlecht. Da eure Kamera während eines Zeitraffers nicht bewegt werden darf, ist es wichtig, ein stabiles Stativ zu verwenden. Das Stativ sollte stabil genug sein, um die Kamera und das Objektiv eurer Wahl auch bei Wind noch wackelfrei tragen zu können. Um kleine Objekte im Vordergrund noch eindrucksvoller erscheinen zu lassen, benutze ich auch gerne ein Mini-Stativ, um die Kamera noch näher am Boden platzieren zu können.
Außerdem benötigt ihr noch ein Intervallometer, sofern eure Kamera kein internes besitzt. Ein Intervallometer oder auch Fernauslöser ist eine kleine Fernbedienung für eure Kamera, mit der ihr zum Beispiel die Anzahl der Aufnahmen und die Belichtungszeit jeder einzelnen Aufnahme einstellen könnt. Für Zeitrafferaufnahmen vom Sternenhimmel unerlässlich. Um Tau auf eurem Objektiv zu vermeiden, braucht ihr schließlich noch einen Objektivwärmer. Ein Objektivwärmer ist, wie der Name schon sagt, eine Art Heizmanschette, die euer Objektiv immer ein wenig über der Umgebungstemperatur hält. Somit kann sich kein Tau auf der Linse eures Objektivs bilden. Und glaubt mir, das Letzte, was ihr wollt, ist mitten in der Nacht festzustellen, dass eure Zeitrafferaufnahme ruiniert ist, nur weil sich Tau auf der Linse gebildet hat. Und last but not least benötigt ihr natürlich noch Software, um eure aufgenommenen Bilder zu bearbeiten und letztendlich zu einem Video zu kombinieren. Ich persönlich benutze Photoshop, um die Bilder zu bearbeiten. Ihr könnt allerdings auch eine Gratis-Software wie GIMP benutzen. Und ich benutze die kostenlose Version von DaVinci Resolve, um die Bilder zu einem einzelnen Video zusammenzufügen. Da du jetzt weißt, welche Ausrüstung du für eine Zeitrafferaufnahme benötigst, werde ich dir nun zeigen, wie du diese richtig einsetzt. Als allererstes müsst ihr natürlich ein Motiv finden, welches euch gefällt. Ich platziere zum Beispiel gerne mein Teleskop im Vordergrund. Aber auch Bäume, Häuser, Seen, ja sogar ganze Städte eignen sich hervorragend für Zeitrafferaufnahmen. Hier könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Sobald ihr eine passende Komposition gefunden habt, müsst ihr eure Kamera fokussieren. Am einfachsten ist es, wenn ihr dies schon am Tag erledigt. Denn dort könnt ihr den Autofokus benutzen und anschließend das Objektiv einfach in den manuellen Fokus umstellen. Natürlich dürft ihr den Fokusring nun nicht mehr berühren. Manchmal lässt es sich jedoch nicht vermeiden, in der Nacht zu fokussieren. Wenn dies der Fall ist und zum Beispiel keine hell beleuchtete Stadt oder ähnliches in der Nähe ist, dann sucht ihr euch einfach den hellsten Stern am Himmel. Diesen könnt ihr für gewöhnlich auch im Live-View der Kamera noch erkennen. Mit dem digitalen Zoom der Kamera zoomt ihr nun so nah wie möglich an den Stern heran. Bei mir ist das eine zehnfache Vergrößerung. Nun dreht ihr so lang am Fokusrad des Objektivs, bis der Stern so klein und rund wie möglich ist. Lasst euch dabei ruhig etwas Zeit. Wenn ihr glaubt, den richtigen Fokus gefunden zu haben, dann macht ihr einfach eine Testaufnahme und überprüft, ob ihr den Fokus auch wirklich getroffen habt. Nun ist es wichtig, die richtigen Kameraeinstellungen zu verwenden. Der ISO-Wert eurer Kamera sollte beispielsweise relativ hoch gewählt werden, damit die Lichtempfindlichkeit des Sensors zunimmt. Allerdings darf er auch nicht zu hoch sein, da das Rauschen sonst überhand nimmt. Bei meinen Kameras liegt der Sweet Spot je nach Lichtverhältnissen zwischen ISO 800 und 1600. Die Blende des Objektivs sollte wie schon gesagt so offen wie möglich sein. In meinem Fall ist das f2.8. Und schließlich müsst ihr bei Belichtungszeit den Bulb-Modus einstellen. Dies erlaubt die Steuerung mit einem Intervallometer. Und apropos Intervallometer, falls ihr dies noch nicht getan habt, könnt ihr es nun mit der Kamera verbinden. Wenn ihr euer Intervallometer nun eingesteckt und eingeschaltet habt, müsst ihr die richtige Belichtungszeit für eure Aufnahmen finden. Dazu springt ihr auf den Reiter Long und gebt mit den Richtungstasten eure gewünschte Belichtungszeit in Sekunden ein. Diese hängt stark von der Brennweite eures Objektivs ab. Je kürzer die Brennweite eures Objektivs, desto länger könnt ihr belichten, bevor die Sterne zu Strichen werden. Am besten ihr macht einfach ein paar Testfotos mit verschiedenen Belichtungszeiten und wählt dann die Belichtungszeit aus, die euch am besten gefällt. Die Sterne müssen allerdings nicht perfekt rund sein. Auch bei meinen Zeitrafferaufnahmen sind sie für gewöhnlich leicht eiförmig. Im späteren Video fällt das allerdings nicht auf. Mit meinem 14mm Objektiv belichte ich etwa 15 Sekunden pro Aufnahme. Wenn ihr die richtige Belichtungszeit gefunden habt, springt ihr weiter zu Intervall. Dies ist sozusagen die Pause, die eure Kamera zwischen jeder Aufnahme macht. Ich lasse diese Einstellung immer auf einer Sekunde. Wenn ihr jedoch eine ältere Kamera oder eine langsame Speicherkarte habt, solltet ihr diese vielleicht auf 2 oder sogar 3 Sekunden erhöhen, damit eure Kamera genug Zeit hat, die Bilder abzuspeichern. Schließlich müsst ihr im nächsten Reiter noch die gewünschte Anzahl der Bilder eingeben. Ich persönlich stelle die Anzahl immer auf 999, was der höchsten einstellbaren Anzahl entspricht, und stoppe den Zeitraffer dann manuell, wann immer ich es möchte. Jetzt könnt ihr eure Zeitrafferaufnahme starten und eure Kamera wird automatisch die Bilder aufnehmen, die ihr eingestellt habt. Am besten ist es, wenn ihr den Display eurer Kamera ausschaltet, während sie den Zeitraffer aufnimmt, um Energie zu sparen. Und falls nicht unbedingt notwendig, solltet ihr eure Kamera während des Zeitraffers nicht berühren oder gar den Zeitraffer stoppen, denn dies macht sich später im Video mit einem plötzlichen Sprung bemerkbar.
Und noch eine kleine Anmerkung. Ihr solltet natürlich immer im RAW-Format fotografieren. Denn so lassen sich eure aufgenommenen Bilder im Nachhinein viel besser bearbeiten. Und wie ihr die Bilder bearbeitet und zu einem Zeitraffer zusammenfügt, zeige ich euch jetzt. Wenn ihr eure Aufnahmen von der Speicherkarte auf den PC übertragen habt, öffnet ihr einfach den besagten Ordner und markiert all eure Aufnahmen. Dann zieht ihr alle Aufnahmen mit gedrückter Maustaste in das Bildbearbeitungsprogramm eurer Wahl. Wie gesagt, bei mir ist das Photoshop. Je nachdem, wie stark euer Rechner ist, kann es eine ganze Weile dauern, bis eure Aufnahmen schließlich geöffnet werden. Es ist übrigens extrem wichtig, dass ihr all eure Aufnahmen exakt gleich bearbeitet. Denn da ihr all diese Fotos später zu einem Film zusammenfügt, fällt es sofort auf, wenn eines der Bilder zum Beispiel ein wenig heller oder dunkler ist. Deshalb markiere ich all meine Fotos, bevor ich anfange, diese zu bearbeiten. Somit werden alle Änderungen, die ich bei einem Foto mache, auch auf die anderen Fotos übertragen. Wenn ihr dies jedoch vergessen habt und bereits angefangen habt, eines der Bilder zu bearbeiten, ist das nicht schlimm. Markiert einfach all eure Bilder, klickt mit der rechten Maustaste auf eine der Aufnahmen und klickt anschließend auf Einstellungen synchronisieren. Wenn ihr nun mit OK bestätigt, werden all die Änderungen des einen Bildes auf die anderen Bilder übertragen. Wie genau ihr eure Aufnahmen bearbeiten müsst, kann ich euch hier leider nicht erklären, denn dies hängt sehr stark von eurer Ausrüstung, dem Motiv eurer Zeitrafferaufnahme und den ausgewählten Einstellungen eurer Kamera ab. Ich persönlich muss zum Beispiel den Weißabgleich einstellen, da meine Canon 600D Astro modifiziert ist und die Aufnahmen somit einen Rotstich haben. Im Prinzip müsst ihr aber nur mit den Slidern spielen. Probiert einfach ein wenig herum und ihr werdet sehen, es ist gar nicht so schwer. Wenn ihr nun zufrieden damit seid, wie ihr die Bilder bearbeitet habt, dann müsst ihr diese neu abspeichern. Natürlich könnt ihr sie als TIFF-Files speichern, um eine möglichst hohe Qualität zu sichern, allerdings nehmen die Bilder damit sehr viel Speicher auf eurer Festplatte in Anspruch. Deshalb speichere ich meine Bilder immer als JPEGs, denn zur Absicherung habe ich ja immer noch die RAW-Dateien. Nun ist es an der Zeit, DaVinci Resolve zu öffnen. Wie gesagt, die Software hat eine kostenlose Version, die für Zeitrafferaufnahmen völlig ausreichend ist. Als erstes müsst ihr ein neues Projekt erstellen. Dazu klickt ihr einfach auf das leere Fenster namens Untitled Project. Nun müsst ihr sicherstellen, dass die Bildrate für eure Zeitrafferaufnahme korrekt ist. Dazu klickt ihr auf das Zahnrad rechts unten in der Ecke. Hier könnt ihr die Framerate, also die Bilder pro Sekunde, und die Auflösung eures Videos einstellen. Die Bildrate eures Zeitraffers sollte immer bei 24 Bildern pro Sekunde eingestellt sein. Denn erst ab 24 Bildern pro Sekunde nimmt das menschliche Auge die Bewegung als flüssig wahr. Wenn ihr weniger einstellt, sieht eure Zeitrafferaufnahme also sehr ruckelig aus. Dies bedeutet aber auch, dass ihr für eine Sekunde Video 24 Bilder benötigt. Wenn ihr also einen Zeitraffer mit 20 Sekunden Länge erstellen wollt, benötigt ihr insgesamt schon 480 Bilder. Nachdem ihr nun die korrekte Bildrate und Auflösung eingestellt habt, klickt ihr im unteren Bereich auf Edit. Dieser Bereich ist zum Editieren von Videos gedacht. Als nächstes öffnet ihr den Ordner mit euren bearbeiteten Aufnahmen. Diese markiert ihr alle und zieht sie wieder mit gedrückter Maustaste in die Software. Wie ihr sehen könnt, macht DaVinci Resolve aus den Bildern automatisch ein Video. Dieses Video müsst ihr nur noch in die Timeline ziehen. Hier könnt ihr es bearbeiten, schneiden oder andere Videos hinzufügen. Wenn ihr fertig seid, klickt ihr auf Deliver. Hier könnt ihr einstellen, wie euer Video gerendert werden soll. Es gibt bereits auch einige Voreinstellungen, zum Beispiel für YouTube. Wenn ihr fertig seid, drückt ihr auf Add to Render Queue. Jetzt müsst ihr nur noch einen Speicherordner für euer fertiges Video auswählen und rechts auf Render All klicken. Nun wird eure Zeitrafferaufnahme gerendert. Dies kann je nach Leistung eures Computers eine Weile dauern. Aber danach könnt ihr eure Zeitrafferaufnahme in voller Pracht bestaunen. An dieser Stelle möchte ich mich gerne bei meinen Patreons bedanken, die mich mit der Arbeit hier auf YouTube mega unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Pascal, René Mo, Astrolars, Matthias K., André Meuche, Billoy, Benedikt und K. Klotzki. Ihr seid wirklich klasse. Vielen, vielen Dank. Und nun weißt du alles, was du wissen musst, um eine richtig gute Zeitrafferaufnahme aufzunehmen. Ich hoffe, das Tutorial hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal, damit du keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick.